Ich will aber gerne zu dem noch etwas sagen und wollte den Blick für Einsätze nochmal öffnen. Ich habe natürlich als Verteidigungsminister die Sorge, dass wir mit dieser schweren Diskussion, der ich mich auch stelle, jetzt so tun, als wären alle Einsätze so. Und das ist natürlich auch falsch. Wir haben seit 30 Jahren ein paar hundert österreichische Soldaten zwischen Israel und Syrien auf den Golanhöhen. Das ist ein militärischer Einsatz. Ob der gefährlich ist oder nicht, darüber kann man lange streiten. Bisher ist noch kein österreichischer Soldat zu Schaden gekommen. Aber das ist so. Wir haben diskutiert, jetzt hat es sich erledigt, ob wir unbewaffnete Soldaten als Beobachter, nicht mal mit einer Pistole, in den syrischen Bürgerkrieg schicken, um Berichte zu geben für die UNO, wie schlimm es ist. Da ist, sage ich mal, etwas flapsig, die Gefährdungssituation für diesen unbewaffneten, ohne Beobachter, wenn er deutscher Soldat ist, gefährlicher als für die meisten im Lager in Mazar-e-Sharif. So, also, warum muss das ein Soldat sein? Darf ich das fragen? Weil die UNO gesagt hat, das sollen Soldaten sein. Es gibt bestimmte Fälle, wo die Frage, welche Waffen werden zum Einsatz gebracht, durch die syrische Armee oder durch die Gegner, wie kann man einschätzen das Kräfteverhältnis, wie werden die geführt, das ist also sozusagen eine bestimmte Fachlichkeit, die ein Soldat besser zu beurteilen können als andere. Aber ehrlich gesagt, wenn dann ein Ziviler da eingesetzt wird, das wird hilft die Gefährlichkeit ja auch nicht so. Und dieser Soldat soll in einer Uniform, in NATO, in UNO-Uniform auftreten, extra unbewaffnet, in der Hoffnung, dass er extra deswegen nicht angegriffen wird. Also ich will sagen, alleine auf die Gefährlichkeit abzustellen, ist in der Breite der Einsätze nicht möglich. Und dann gibt es viele Einsätze, die sind nicht auf Gewalt angelegt, können sich aber gewaltsam entwickeln. Oder es sind Einsätze wie die Piraten, die sind auf Zwang angelegt, aber nie auf Tötung, was Piratenbekämpfung angeht. Also deswegen, auch da setzen wir Geld ein, wir setzen Soldaten ein, wir wenden unmittelbaren Zwang an bei Piraten, haben aber nicht die Absicht, sie zu töten. So, wie sieht es da aus? Ich meine einfach, dass uns diese Diskussion insofern weiterhilft, und ich komme darauf zurück, was wir im Weltkirchenrat auch diskutieren, wo wir eben mit diesen Fragen genauso ringen, weil sich die Christen und Christinnen in dieser Frage weltweit gesehen nicht einig sind. Wir nähern uns aber, das haben wir im letzten Jahr bei der Weltkonvokation in Jamaika gesehen, wir sind uns eigentlich darin einig, wie hier jetzt auch, einen gerechten Krieg gibt es nicht. Und als Kirchen fragen wir dann in unserer christlichen Verantwortung danach, welche Alternativen gibt es tatsächlich? Mir ist all das, was wir in dieser Frage diskutieren, in dieser friedensethischen Frage, noch viel zu sehr eng geführt auf die Möglichkeit, wann ist nun der militärische Einsatz gerechtfertigt und wann ist er nicht gerechtfertigt. Ich möchte tatsächlich diese Debatte so weit öffnen, dass ich sage, und damit greife ich nochmal das auf, was Sie vorhin gesagt haben über Berlin und Zweiter Weltkrieg und so weiter. Dazu ist doch mehr zu sagen, als nur die Frage zu stellen, wann ist die rote Linie überschritten, und dann können wir gar nicht anders als sagen, hier ist militärischer Einsatz sinnvoll. Wenn es uns darum geht, tatsächlich rechtserhaltend zu wirken, dann ist die Frage, ob es geeignet ist, militärisch einzugreifen, politisch auch, ob es überhaupt sinnvoll und nachhaltig wirken kann. Denn Militär provoziert, und das sehen wir nun leider täglich, militärische Einsätze gerade vom Westen produzieren und provozieren natürlich täglich auch in anderen Ländern eine gewisse Reaktion, die nicht unbedingt die ist, die wir gewollt haben. Ich unterstelle auch keinem Politiker, dass er diese Reaktion gewollt hat, aber das sind die Ergebnisse, die wir nun mal sehen. Ich frage also danach, sind wir nicht öfters in Situationen, auch im weltpolitischen Geschehen, auch aus der deutschen Politik heraus, wo wir sagen müssen, es stellt sich gar nicht die Frage, militärischer Einsatz oder nicht, sondern wir tun mal die Option militärischer Einsatz zur Seite, weil wir wissen, wie gefährlich es ist, wir wissen, wie weit es uns führen kann, wir wissen, in was wir da reinkommen, und wir schauen uns mal die Möglichkeiten an, die wir denn noch haben. Und es gibt Situationen, in denen Militär, auch deutsches Militär, eingesetzt wird, wo ich sage, hat man sich das wirklich überlegt? Hat man alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die es gab? Hat man versucht, präventiv zu wirken? Das? Zum Beispiel auf zivile Konfliktlösungen zu setzen? Zum Beispiel in Afghanistan weiterhin darauf zu setzen, dass es Leute ja vor Ort schon längst gab. Also Afghanistan, da kommen wir natürlich in ein Riesenthema. Können wir auch lassen, ich möchte das überlassen. Aber es ist natürlich das,
allerkleinste Beispiel sozusagen und die Warnung, weil wir da sehen, hier ist die deutsche Bundeswehr nun mal wirklich wieder massiv eingesetzt worden, in Kampfeinsätze geführt worden, politisch legitimiert. Und nun stehen sie da, diese armen Soldaten. Meine politische Verantwortung als Bürger dieses Staates sagt mir, da willst du nicht mitmachen, du willst es diesen jungen Leuten nicht zumuten, dass sie da für etwas die Birne hinhalten, wo man sieht, dass es die Lösung nicht bringt, wo man sieht, dass es andere Wege gegeben hätte und auch weiterhin gibt und wo trotzdem so getan wird, als sei das Militärische zumindest notwendig, um andere Lösungen dann herbeizuführen. Also darum geht es mir. Sind wir bei der Option für den militärischen Einsatz nicht nach wie vor zu schnell dabei? Und ich schließe eine letzte Frage an. Das ist die Frage an die christliche Friedensethik. Ist das das Ergebnis, das wir erhalten, wenn wir die militärische Option grundsätzlich auf dem Tisch immer lassen und sagen, wir machen uns zwar schuldig, aber zur Not geht es eben nicht anders, diese Welt ist unerlöst, also muss es das weitergeben? Das ist die Frage. Wir bleiben bei Ihrem Punkt 4. Das Prüfen. Wir wollen auch nicht die Diskussion führen, was wäre passiert, wenn, um Himmels Willen, sondern perspektivisch. Herr Dutzmann. Also es ist natürlich so, dass durch die Fragestellung des heutigen Nachmittags wir sozusagen an dieses militärische Ende geführt werden. Renke Brandt hat das... Aber natürlich nach den verteidigungspolitischen Richtlinien nicht aus, dass wir auch auf die anderen Felder des zivilen Eingreifens beispielsweise blicken. Renke Brandt hat das ja eingangs gesagt, wir müssen den Rahmen natürlich sehr viel weiter spannen. Und worüber wir jetzt reden, ist Ultima Ratio. Also insofern, glaube ich, sind wir uns da sehr schnell einig.